So, servus Leute, wir sind wieder die Moorangler, diesmal ohne den Nico. Und wir haben es dieses Mal wieder an unserem Moorsee probiert, auf Raubfisch, mit Gunschködern und Köderfisch an der Pose. Ja, dieses Jahr ist echt schwierig am Moorsee bisher, was zu fangen. Wir sind etliche Male hingegangen und sind etliche Male auch mit keinem Fisch nach Hause gegangen. Jetzt wollten wir es heute nochmal probieren, gerade bei dem Herbstwetter, zu der Abendstunde. Wollten wir jetzt mal echt nur ein, zwei Stunden auf Hecht gehen. Und ja, ob wir es gefangen haben, seht ihr dann im Video. Also, hier erster Fisch des Tages, schönes Rotauge. So, und jetzt sind wir am Spot. Da fangen wir jetzt mit dem Köderfisch. Den hat der Yoshi vorher gefangen. Mit einer Pose, hoffen wir, dass ein Hecht ist. Jo, suchen wir unser Glück. Vorfach dran. Also jetzt nichts Wildes gemacht hier. Mal schauen. Letzte Woche war hier ein Sturm bei uns. Jetzt seht ihr gerade mal, was für eine Kraft der Wind hier hatte, wie es die Bäume hier alle umgenommen hat. Da hinten die ganze Birke hat es richtig umbogen. Also schon verrückt, wie viel Kraft der Wind hier hat. Nur so als kleiner Neben- oder als kleine Nebeninformation. Hier, jetzt hat es endlich geklappt. Circa 60 cm Hecht, 5-mal geworfen und schon den geilen Hecht gefangen, Alter. Richtig geil. Ja, Mann. Freut uns richtig. Hat schon lange nicht mehr geklappt mit dem Hecht, aber jetzt. Ja, haben wir hier extra eine Stelle frei gemacht sogar. Ja. Hier ein richtig geiler Spot ist. Alles, lass mal wieder rein. Lass mal wieder rein in Kapo. Also hier, eigentlich direkt hier hat er gefangen. Ungefähr hier. Richtig geil. Wow. Gute. Was der so macht. Und wie ihr seht, haben wir hier echt 5-6 Stellen haben wir frei gemacht am Ufer, weil die halt nur Schilfisch und einfach hier die beste Spots sind im ganzen See. Und Yoshi, du bist zu deinem Erfolg gekommen. Erklärst du das mal bitte? Ja, also die Führungstechnik ganz einfach. Auslaufen ganz normal, absinken lassen. Dann ein bisschen einkurbeln, 5-6 Umdrehungen, absinken lassen, nochmal 5-6 Kurbelungen, nochmal absinken lassen und dann immer so weiter. Jetzt zeigst du mir gerade deinen Gummifisch, weil der Hecht gerade eben hat die Dinger schon ordentlich packt. Ja, hier sieht man, bisschen klar, wie er eingeklettert ist. Und Yoshi blutet auch. Ja, der Hecht hat mir ziemlich zugesetzt, aber das nimmt man in Kauf, glaube ich. Das nimmt man alles in Kauf. Ja, das gibt man persönlich nicht in Kauf. Und ja, zur Montage gibt es nicht viel zu sagen. Stahlkörper, Gummifisch. Ja. Ich angle jetzt mal ein bisschen weiter noch. Vielleicht geht ja noch mal einer. Hoffen wir's. Also ich habe ja gesagt, hier ist eine geile Stelle, wo ich das Fisch habe. Jetzt ist gerade vor einer Minute ein riesen Biber, genau da ist er reingesprungen und der macht hier richtig Rambazamba, glaube ich. Und jetzt probieren wir es an andere Stelle, mal auf der Seite da drüber, dass von da vielleicht noch was geht. Mal schauen, aber hier packen wir es auf jeden Fall mal zusammen. Wir fischen jetzt am nächsten Spot und ja, da hinten die Insel. War schon immer ein guter Hechtspot und da versuche ich es jetzt nochmal und ja, mal gucken, ob noch was geht. Ich packe mir dann ja langsam nachher zusammen und ja. Ja, gerade dahinter sieht man ja das ganze Schilf hier. Da haben wir gerade eben gefangen und hier müsste Yoshi sein gefangen haben, genau hier. Da sind die besten Stellen vom ganzen See und ja, und jetzt vielleicht
Geht ja noch was? Mal schauen. So, jetzt fischt der Fabi nochmal, hat sich mehr Rute geschnappt. Ja. Und ja, jetzt macht er noch die letzten Würfe. So Leute, wir sind jetzt von zu Hause. Unsere Kamera hat gestern den Geist aufgegeben. Und somit ist es auch das Ende vom Video. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo bei der Moorangler da. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir verbessern könnten. Weil das war jetzt unser erstes Video, wo wir gemacht haben. Und ja. Das war's von unserem Video und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.